Es war vor 10 Jahren. Ich habe vom Tod eines Menschen geträumt. Eines Menschen, den ich eigentlich noch nie gesehen habe. Es war eigentlich nicht sein Tod, sondern ich wusste, dass er zwar tot ist, aber er hat mir etwas überreicht, was eigentlich nicht mir gegolten hat, sondern meinem Mann. Er war ein sehr guter Freund meines Mannes und er konnte nicht mit ihm in Verbindung treten, sondern hat mich dazu auserwählt. Er konnte leichter mit mir in Kontakt treten und hat mir etwas übergeben, das ich meinem Mann geben soll. Er ist durch Bomben ums Leben gekommen. Und 2 Tage später dann habe ich in den Medien ein Bild von seinem Freund gesehen. Und ich wusste nicht, dass es er war, aber es war genau derjenige, der mir im Traum erschienen ist, den ich nie zuvor gesehen habe, und ich erkannte ihn auf diesem Bild. Ich habe mich dann an meine Schwester gewandt, damit sie mir hilft über schamanisches Reisen, diesen Freund dorthin zu schicken, wo er eigentlich hingehört. Er ist nicht mehr hier, aber er wollte von hier nicht loslassen. Wir haben dann hier, es war genau in diesem Raum, schamanisch gearbeitet. Aber ich weiß, dass er mich festhielt und er wollte mich nicht loslassen. Er wollte irgendetwas, er wollte dieses Irdische hier nicht hergeben. Und da war für ihn ein Anker. Das war sehr anstrengend, es hat sehr lange gebraucht, bis die Runde, die schamanische, seine Teile, die er durch die Explosion verstreut waren, dass sie zusammengefügt haben. Und dann konnte man ihm nicht nur das Körperliche, sondern eben auch vor allem seine Seele zurückschicken. Vor circa 10 Jahren habe ich mich sehr viel mit Aufstellungen beschäftigt. Familienaufstellungen nennt man das. Und da habe ich ein Seminar besucht mit Malidoma Sumé. Das ist ein Schamane aus der Dagara-Kultur in Ghana. Dieses Seminar war kombiniert mit Aufstellungsarbeit und hat gezeigt, auf der einen Seite Rituale und auf der anderen Seite eben ganz klassische Aufstellungsarbeit. Es hat mich sehr beeindruckt, wie der damit umgegangen ist. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass es wie ein Graben ist, eine Trennung zwischen den Ritualen und zwischen dem, was wir hier in unseren Ländern als Familienaufstellung, als Aufstellungsarbeit kennen. Und ich hatte mich schon einige Jahre mit Schamanismus beschäftigt. Und es war mir ein Bedürfnis, hier nachzuschauen, nachzufühlen mit einer Gruppe von Leuten, wie man die Aufstellungsarbeit zur Ritualarbeit zurückbringen kann. Es war im Sommer 2006. Und so haben wir uns hier heroben bei Martinelli in Stadeck auf der Leber heroben getroffen und das versucht, was wir dann schamanisches Theater genannt haben. Der Begriff selbst, den habe ich von Paul Ukusic gehört. Und als wir dann zusammengekommen sind heroben, haben wir ganz einfach die ganze Gruppe gearbeitet. Es gab keine Struktur in dem Sinn, bis auf eine Sache, dass wir einen Gemeinschaftskreis gebildet haben. Wir sind zusammengekommen im Kreis, wir haben alle gemeinsam gearbeitet an dem Thema. Und dabei hat sich gezeigt, dass es eine Struktur braucht. Es braucht jemanden, egal wer immer das ist, der einen gewissen roten Faden durch die Arbeit zieht. Oh, no.
viele Bücher gelesen über Schamanismus. Sehr viele, ja, vielleicht auch zu viele. Aber doch immerhin denke ich, wie es in unserer westlichen Welt wichtig ist, die Bücher, die eben über Schamanismus geschrieben wurden. Und ich hatte die Möglichkeit, bei einer sehr guten Institution die Grundtechniken der schamanischen Arbeit zu lernen. Was mich aber am allermeisten fasziniert hat und bewegt hat, beeindruckt hat, das war kein Buch über Schamanismus. Das war das Buch von jemandem, der aus einer schamanischen Kultur kommt, dort gelebt hat und Romane geschrieben hat. Diese Romane haben mich wirklich fasziniert, von ihrem Inhalt her. Und dieser Autor ist der Juri Rütschel, der von den Tschuktschen, das ist ganz im Nordosten Sibiriens, ein Volk, gekommen ist. Und eines seiner wichtigen Bücher ist Der letzte Schamane. Da schreibt er über seinen Großvater. Er schreibt nicht über Schamanismus, er schreibt über das Leben. Und wenn man sich das, wenn man sehr ins Detail versucht zu gehen oder das versucht zu verstehen, dann gibt es zwei Dinge, die wirklich ganz zentral sind. Das ist zum einen der Begriff des Geistes und der Seele. Es gehört eigentlich zusammen, Geist und Seele. Und zum anderen der Begriff der Wandelbarkeit. Geist oder Seele sind die Kräfte oder ist die Kraft, mit der in schamanischen Kulturen umgegangen wird. Die Kraft, mit der auch magisch Einfluss genommen wird auf wesentliche Dinge des Lebens, die Gemeinschaft, den Einzelnen betreffend. Und das andere, die Wandelbarkeit, das ist die Brücke, über die der Schamane, die Schamanin in bestimmten Kulturen gegangen ist, dass sie überhaupt Schamanen geworden sind. Die Verwandlung in ein anderes Wesen für eine bestimmte Zeit. Und mit dieser Kraft durch die Verwandlung dann eine Veränderung herbeizuführen. Was mich noch an diesem Juri Rütschel, was mich so fasziniert hat, war, dass diese andere Wirklichkeit, diese unsichtbare Welt, nicht irgendwo anders ist, nicht eine transzendente Welt ist, sondern ganz einfach ein Teil dieser Wirklichkeit. Keine Auftrennung, sondern ich sitze da und neben mir ist Raum für ein Geistwesen. Westen haben keine durchgehende schamanische Kultur. Wir sind darauf angewiesen, dass Menschen uns darüber berichten oder dass wir lesen können und dann, dass wir wirklich in das Erleben gehen. Und für uns ist auch Ekstase schon etwas, mit dem wir uns gar nicht mehr so auseinandersetzen. Und doch ist Ekstase ein wesentliches Element in der schamanischen Arbeit. Diesen Mut zur Ekstase mit dem gleichzeitigen Wissen einer gewissen Kontrolle, die aufrechterhalten bleiben muss. So spielt sich auch dann die schamanische Arbeit ab. Wirklich in die Ekstase zu gehen, in die Wandelbarkeit,
sich zu verändern, sich mit einem Geist, mit der Kraft eines Geistwesens verbinden und mit dieser Kraft eine Veränderung in einem Ritual, eine Veränderung durchzuführen. Vor einiger Zeit, einige von euch waren dabei, haben wir ein Gespräch geführt, wenn ihr euch erinnern könnt. Und da ist es um Folgendes gegangen. Wir arbeiten schamanisch, wir arbeiten mit den Geistern, wir kriegen Kraft, wir kriegen Antworten. Dann nehmen wir das und nach einer Woche haben wir es wieder vergessen. Und viele, auch viele unserer Klienten, mit denen wir arbeiten, sehr oft, dass wir das vergessen haben, die Kraft auch gar nicht mehr wahrnehmen, gar nicht mehr suchen. Und jetzt ist der Gedanke entstanden, ein schamanisches Theater zu machen zu dem Thema, wie man diese Leidenschaft fürs Leben, die ja in der Arbeit mit den Geistern drinnen ist, wie man die sichtbar machen kann, spürbar machen kann, sodass das auch bleibt und immer wieder abgerufen werden kann. Leidenschaft im Sinne von Lebensfreude? Ja, oder? Leidenschaft im Sinne von Lebensfreude und dass man das nicht vergisst, was man gemacht hat. Und zwar jetzt nicht nur mit dem Kopf nicht vergisst, sondern mit dem Spüren diese Kraft nicht vergisst. Ist das für euch in Ordnung? Dann machen wir unseren Kreis mit der Wollschnur und sagen unser Gemeinschaftsritual am Anfang und dann schauen wir weiter wie. In den schamanischen Kulturen haben die Menschen sehr intensiv ihre Mythen gelebt, die oft mit den Sternen zusammengehangen sind. Und sie haben über diese Mythen Geschichten erzählt. Und diese Geschichten haben sie dann oft auch in Ritualen dargestellt oder Rituale verwendet, um mit Hilfe dieser Geschichten eine Veränderung, eine Heilung herbeizuführen. Und eine Heilung ist auch eine Veränderung. Im schamanischen Theater erleben wir Mythen. Mythen, die in uns sind, in unseren innersten Bibliotheken. Und Mythen, die wir gemeinsam mit in einer Gemeinschaft erleben. Die Geister, die bereit sind, mit ihrer Kraft zu helfen und Antworten zu geben, sind der Totentanz,
Die körperliche Vereinigung, die Schlange und der Schutzmantel. Ich bitte dich, Günther, dass du mit dem Geist arbeitest, der die Kraft vom Schutzmantel hergibt. Margit, bitte arbeite du mit der körperlichen Vereinigung von Mann und Frau. Und ich weiß schon, dass es der schwarze Hengst ist. Und auch wenn ich nicht sehe, dann spüre ich die Muskeln, das schwarze Fell. Und ich rieche die warme Haut durch. Und ich sehe, wie das Fell glitzert. Und welche Schatten es wirft. Und wie sie die Muskelpartien bewegen. Und das ist wie ein Teer. Ganze Hautenge. Hauteng an den Körper. Und von welcher Seite? Von der rechten Schulter. Und geht er runter. Und das ist schwarz. Und darunter, das ist eine weiße Spitze oder so ein Tüll. Das ist aber sehr weit und das ist das Gleiche, das geht von rechts oben daher und bedeckt nur das halbe Gesicht und ist aber frei, ohne Nase. Und es hat da hinten so einen Flügel und da einen weißen. Und du, Stefan, arbeite bitte mit dem Geist der Schlange. Ja. Ist unter die Erde. Das ist die Maske. Find mir die Augen. Panzer aus Schuppen. Silberne Schuppen. Umhang. Schwarz. Blau. Dunkelblau. Samt. Sieht's doch aus. Smaragdenen Schuppen, friedlicher Drache, Erdschlange, zu Füßen der Muttergott, heilig der Ouroboros, auf den Arm tätowiert, Schlangenhaut. Und ich bitte den Totentanz, dass er auch mit uns arbeitet.
Doki prosti. Deče rože iz prstnega koša visijo. Velike roke. Črna, bela, rdeča. Einen alten Pianolehrer, einen Klavierlehrer, der hat da sehr viel publiziert dazu, der Piers Matti. Und wenn man das hernimmt, auch für die schamanische Arbeit, dann ist sehr interessant, weil er über den Akt der Berührung spricht in seiner ganzen Vielfalt. Er sagt seinen Schülern, du musst hinter jeder Bewegung, also wenn ich die Taste drücke, vollkommen stehen, mit deinem ganzen Seele, mit deinem ganzen Körper. Und so ist es auch in der schamanischen Arbeit. Ich muss hinter jeder Bewegung, hinter jedem Blick, hinter jedem Wort, mit meinem ganzen Körper, mit meiner ganzen Seele stehen und mit der ganzen Leidenschaft, die ich aufbringen kann. Ich hupf dort nicht mit nackten Füßen. Ich werde es ausprobieren. Wenn es mir nicht zu kalt ist, werden wir sehen. Thank you.
Ach, liebe Freunde, von nah und weit, sucht nicht das Ewige, sucht doch das Heut.